Joe, 15 zu 2 hieß es am Ende, aber leider nur das Eckenverhältnis. Es drückt aber doch deutlich aus, dass die Mannschaft jetzt bei der 0 zu 2 Niederlage vieles richtig gemacht hat, nur irgendwie das Torschießen nicht. Ja, ich denke, dass wir heute einfach das Quäntchen Glück nicht hatten. Die Hachinger haben zweimal auf der Linie gerettet, dann nochmal einmal Posten und das ist dann halt Pech. Und die Tore, die wir bekommen haben, die waren einfach zu einfach, so wie wir die bekommen haben. Und ich denke, dass es ansonsten ein sehr gutes Spiel von uns war. Ich denke, die 15 Ecken, die kommen nicht einfach so zustande. Die zwei Wochen Pause haben gezeigt, dass er wieder auf dem richtigen Weg war. Du sprichst die unnötigen Gegentore auch an, die haben so ein bisschen das Genick gebrochen. Wie kommt man aus dieser Phase jetzt raus? Recht, indem man arbeitet. Alles andere bringt nichts. Viel reden bringt auch nicht viel. Man muss die Fehler ansprechen, aber hauptsächlich ist das Arbeiten, was das Wichtigste ist, dass wir uns aus der schlechten Situation irgendwie rauskämpfen. Du hast gesagt, die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gebracht. Siehst du da irgendwie Grund zur Sorge oder glaubst du, wir ziehen uns da an den eigenen Haaren wieder raus? Ja, ich denke, dass wir uns an den eigenen Haaren wieder rausziehen. Jetzt haben wir nächste Woche Samstag ein Spiel beim Tabellenersten und da sind wir ganz klar der Außenseiter. Und ich denke, dass wenn wir da gut aus dem Spiel kommen, wir direkt mal positive Akzente wieder setzen können.